geht's auch mit der nächsten direkt. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Vogel. Doch, die Treppen könnte ich eigentlich wegnehmen. Ja doch, kann ich es verlassen. Dann fangen wir doch schon mal an, unsere Weizenfelder hier einzusetzen. Ich spiele gerade auf der... Ja doch, kann man so. Das war ziemlich klein, das Ding, aber... Es dürfte eigentlich ausreichen. Das Viererfeld lasse ich erstmal so, da wir hier gleich wieder eine unendliche Wasserquelle haben. Ach, aber ist da schon fertig. Hier noch weiter. Eigentlich wollte ich heraus eine kleine Kühlkammer machen, aber so nah am Eingang lohnt sich das doch eigentlich eher mehr, wenn ich hier dann die Plantage hinsetze. Zwar nur so ein Vierfelder-Ding, aber egal. Ich werde das ja später sowieso noch hier erweitern. Wir haben ja einen riesengroßen Berg, wo noch jede Menge Platz ist. Hier erstmal das Wasser fertig, da können wir den Teich nämlich auch direkt wieder abreißen. Hier sind die. Mit denen hier muss man erstmal die Felder bearbeiten. Die saugen sich daraufhin mit Wasser voll, wodurch sie dann bepflanzbar. Ja, die können wir vorher schon pflanzen, aber da würde nichts drauf wachsen.
Wie gesagt, das ist jetzt erstmal provisorisch hier. Das wird später noch alles ausgebessert. Das will ich sowieso noch eins höher machen. Wo haben wir denn da? Zwar nur 6 Stück, aber die reichen. Denn wenn man das Weizen abbaut, dann hinterlassen die auch mal etwas. Hätten wir das auch schon mal angefangen. Durfte eigentlich Tag sein. Können wir da hinten den Wasserweg weitermachen? Ach, da ist ein Creeper. Ich glaube, den locke ich erstmal dort weg. Hauptschwert, ja, aber. Damit wir nicht wieder hier unser ganzes Ding wegbombt. Hey, dreh dich um. Ja, hier ist ein Hacker. So. Springwolper mehr. Direkt weiter. Was ist Wasser ist nur dafür da, um die zu verlangsamen, damit die nicht so schnell an uns rankommen. Da ein Feld ziemlich schwachsinnig wäre, weil die einfach rüberspringen würden, haben wir 2 Felder breit, damit die über längeren Zeitraum langsamer sind. Auch gleich fertig sein. So. Machen wir hier die Seite weiter. Ja, das mit den Fackeln weiß ich, aber ich mach das erstmal so. Unseren Spawnpunkt wollten wir auch noch was weitermachen, aber wir haben schon die Höhle hingesetzt. Weil wenn ich den genauen Standort herausgefunden hatte, und sobald ich Blutstein gefunden habe, können wir auch einen Kompass basteln, wodurch wir dann feststellen können, wo genau das Ding ist. Denn es bringt ja nichts, wenn wir eine Hütte bauen und dann trotzdem genau vor der Tür draußen erscheinen. Draußen wird auch noch alles ausgebessert werden. Das ist jetzt einfach erstmal nur wie mit der Farm provisorisch. Denn später werde ich mal auch ein anderes Texturenpack draufpacken. Da ist da wieder ein besonderes ins Auge gefallen. Und dann durfte auch das Kies wieder besser aussehen.
glaube, ich sollte mir jetzt noch mehr einmal mitnehmen, weil ich vergesse immer, dass ich nur 4 habe. Wir hatten auch Glück, dass wir die alle gefunden hatten. Und weiter und weiter. Ein Stückchen. So. Machen wir die erstmal voll. Das jetzt erstmal. Eventuell könnte ich auch noch so eine Art Wasserfall hinsetzen, aber lassen wir es erstmal so, wie es ist. Ich glaube, ja, die Sonne geht gerade wieder unter. Dann sollten wir noch schnell die Sachen wegbringen und dann nochmal überlegen, wie wir das hier weitermachen werden. Haben wir lange genug rumgetrödelt, obwohl wir noch oben das Glasding weiterbauen. Lassen wir das erstmal bis hier hin. Bevor ich woanders weitermache.